Wir reichen heute eine nur einstündige Produktion aus dem Juli 2019 dar. Denn ab 18 Uhr ist Opernübertragungszeit. Was gäbe es Passenderes davor als ein Reggae- und Dub-Special, in dem Wahnsinn und cooles Wissen sich die Hand reichen. 2 Jahre nach dieser Produktion, 2021, verstarb ihr Protagonist, Lee Scratch Perry, ein Heiliger dieser Glaubensgemeinschaft. Hören Sie nun also dieses Diagonal, das man auch als eine Art radiophone Seance hören darf, mit einem sehr speziellen Weltstar. Eine Sendung, an der wir nur ganz kleine Veränderungen vorgenommen haben. Diagonal. Falls man das vergessen haben sollte, im Jahr 2019 hat die UNESCO das Musikgenre Reggae in den Rang eines immateriellen Weltkulturerbes erhoben. Wir sind damals, um dem nachzugehen, jedoch nicht nach Kingston, Jamaica gereist, sondern in die Schweiz. ...50 S-Bahn-Minuten von Zürich entfernt, liegt auf 1000 Metern Seehöhe das kleine Städtchen Einsiedeln. Gleich gegenüber dem Mini-Bahnhof residiert die Redaktion des Einsiedler-Anzeigers und insgesamt, durchaus angemessen, der Schweizer Diminutiv. Die beiden Cafés Moosfalle und das Isebeinli schenken aus, auch das Restaurant Pöstli serviert und am Ende einer 90-Grad-Drehung auch das Metzgereiwirtshaus Valhalla. Schaut man über den gar nicht so diminutiven Kreisverkehr den Berg hinauf, dominieren 4 Skisprungschanzen das Ortsbild. Und genau dort hinauf, an den Obersteig 9, wollen wir, um mit einem Großen der Musikgeschichte auch ohne Schanze abzuheben. Aber nicht, dass man jetzt glaubt, DJ Bobo lebe hier. Nein, nein, ein Jamaikaner von Weltgeltung. Und das seit 30 Jahren. Diagonal-Rätselfrage, um wen handelt es sich? Falsch. Es ist der Salvador Dalí des Dub, wie er einmal genannt wurde, weil er dem Reggae das Fliegen beigebracht hat und, wenn man so will, der Ziehvater von Bob Marley war. Ein Mann, der einen Grammy gewonnen hat und dem Elektro den Weg bereitete. Starship Africa. Tyler Perry. Heute in Diagonal Dr. Lee, PhD. Ein Reggae und Dub-Happening mit dem Jamaikaner Lee Scratch Perry. Von Thomas Miesgang und Peter Weidenberger. Marcus Garvey Starship. Ship. African Starship von der Platte Rainford, produziert von Adrian Sherwood 2019. God save the king. African king. God save the king. The African king. Wir gehen mitten rein, denn wir haben heute ausnahmsweise nur eine Sendestunde bis 18 Uhr. Natürlich könnten wir gut und gerne auch eine ganze Nacht damit füllen, was uns da oben im Kanton Schwyz widerfahren ist. Es war fürwahr nicht nur ein Regen biblischen Ausmaßes an diesem Sonntagabend, der da niederging. Der Regen war dem Treffen aber auch angemessen. Es gibt keine Zufälle.
Lee Scratch Perry heißt schließlich und eigentlich Rainford Hugh Perry. Und so auch sein Album Rainford. Neben zahllosen Pseudonymen eines langen Künstlerlebens wie Char Lion, Super Ape, Pipecock Jackson, The Upsetter, Django und vielen, vielen anderen. Lee Scratch Perry. In den 70er Jahren baute er am Mischpult seines berühmt gewordenen Studios in Kingston, das er The Black Ark nannte, nicht nur Klangcollagen. Er erweiterte sie mit Hall-Effekten und Echos. Der Dub war damit geboren, die psychedelische Spielart des Reggae. Roastfish, Collyweed and Cornbread. Produziert 1978 von Lee Perry selbst. Sein erstes wirkliches Soloalbum. Ätherisch, mystisch, konzeptuell, fluide, roh, instabil, provokativ, transparent, disruptiv, schwergewichtig, politisch, enigmatisch. Dub ist weit mehr als ein Rhythm und eine Basslinie, obwohl er das auch ist. Dub ist ein Genre und ein Prozess, ein Virus und ein Abgrund. Der Musiktheoretiker Paul Sullivan in seinem Buch Remixology, Tracing the Dub Diaspora. Lee Perry nahm mit solcherlei Sounds jene Produktionstechniken vorweg, mit denen heute praktisch jeder Popsong aufgenommen wird. Und jede Art elektronischer Musik sowieso. Dub würde man heute wohl als dekonstruktive Kunst bezeichnen. Ein Begriff, der in den 1970er Jahren noch nicht üblich war. Als Grundlage dienten fertig abgemischte Songs mit Gesangsstimmen, die dann am Vierspur-Mischpult kunstgerecht auseinandergenommen und effekttechnisch bearbeitet wurden. Oft hört man da nur noch Bass und Schlagzeug, häufig mit Reverb, also künstlichen Hall-Effekten und Delay, zu scheinbar unendlichen Klangspiegelsälen ausgeweitet und mit Phaser und Flanger klangtechnisch moduliert. Dazu kamen, besonders im Falle von Lee Scratch Perry, oft groteske Soundschnipsel wie Gewehrsalven, Polizeisirenen und Kuckucksuhren. Manche Dub-Aufnahmen gleichen dem Soundtrack eines Zeichentrickfilms. Die Nähe zum Cartoonischen fand auch in der Gestaltung von Plattencovers häufig ein visuelles Äquivalent. My name is Kojak. Mittlerweile sind wir schon eine gute halbe Stunde beim Einsiedlerhaus des Rhythm-Schöpfers Lee Perry. Es ist knapp nach 17 Uhr, doch er ist noch nicht aufgestanden. Er sei nachtaktiv, erklärt sein Schweizer Agent Lorenzo Vernet. Wir schauen derweil über die Berge in Richtung Alpen. Der Blick bleibt an einem massiven Kloster da drüben hängen, an der Abbazia Territorialis Sanctissime Virginis Mariae Einsiedlensis. Das Kloster mit seiner Kathedralkirche Maria Himmelfahrt und St. Mauritius ist eine Benediktinerabtei. Eine wichtige Station auf dem Jakobsweg und Ziel vieler Pilger. Warum wir das so genau erzählen? Weil der eigentliche Star da drüben eine die schwarze Madonna in der Gnadenkapelle ist. Was dem gelernten Rastafari und Afrofuturisten Lee Perry natürlich Magic erscheint und also mythologisch bedeutsam. Der Regen hat nachgelassen, wir warten seit einer Stunde. Endlich können wir den ganzen Kram vor dem Haus, den der Meister mit künstlerischer Hand angeordnet hat, genauer in Begutachtung nehmen.
auf dem Waschbetonfliesenvorplatz dieses Schweizer Einfamilienhaustraumes, den Perry 1989 bezogen hat, liegen Schuhe und bekritzelte T-Shirts, Disco-Kugeln und Steine, Muscheln und Stofffetzen, Traumfänger und jede Menge anderes Zeug. Der Regen hat das Ganze schön durchgeweicht. Hallo. Dann endlich, nach 1,5 Stunden Warten, ist es soweit. Auferstanden von den Müden und von den Mühen. Everything okay? Yes. Ein kleiner Mann mit rot gefärbtem Haar und Bart und goldenen Ohrringen. In sehenswerten rot-grün-gelben Stutzen und in Birdshorts tritt auf. Unvergesslich auch die nicht minder sehenswerten Wollhauspatschen. Wie ein Außerirdischer steht er da, als den er sich ohnehin selbst bezeichnet. Good morning, everything all right? Klar doch. In den ersten 20 Minuten wird nicht gesprochen, denn Scratch muss erst sein Atelier, das in der geräumigen Garage untergebracht ist, vor allem seinen Altar, einen angekramten alten Schreibtisch, für sein Happening, und nichts anderes ist hier zu erwarten, vorbereiten. Wir bekommen gnädigerweise Einlass in diese Kathedrale der Bricolage. Vom Boden bis zur Decke ist alles bemalt, mit Graffiti beschrieben oder mit Seiten aus Illustrierten beklebt. Ebenso die vielen Paare Schuhe auf dem Boden. These boots are coming from heaven. And those who don't love my boots, I'll walk all over them. Alles ist hier mit Kristallen und Spiegeln, mit Federn und Steinen oder einfach nur mit Kram beklebt. Plüsch- und Plastiktiere in allen Größen. Dem König der Löwen setzt Lee Perry eine viel zu große Brille auf. Aber man sieht auch Haile Selassie, den König der Könige, oder auch den Auferstandenen der Rastafaris, dem Perry verblüffend ähnlich sieht. And together we should be in peace. With no war. If you want war, I'll give you 2 war with birds. Räucherstäbchen und Kerzenwachs, Geldscheine, Mikrofone und Turntables der Marke vorgestern hier. Und da Zitate und mit dicken Stiften verschriftlichte Verweise, wohin das Auge schaut. Dread Lion vom Album Super Ape 1976, komponiert, arrangiert und produziert von Lee Perry mit seiner langjährigen Begleitband The Upsetters. How do you call this place here? Is it a living room? Is it a studio? Is it a... what is it? Is it a church even? Or a playground? Church. Or what is it? The European Orthodox home. That's the general, the Holy Spirit. The Holy General. The Holy Admiral. And the Holy God of Gods. Who will never get old. Mommy! Daddy!
Wenn man sich in der magischen Garage in Einsiedeln aufhält, in diesem Ethiopian Orthodox Home, wie Perry das nennt, in dem man nie alt werden kann, eingehüllt in Ganja-Wolken, dann kann man es kaum glauben. Dieses bizarre Männlein soll wirklich einen Grammy gewonnen haben. Dieser Kauz soll eine Musikrichtung, den Dub, erfunden oder mit anderen wie King Tubby zumindest entscheidend geformt und damit die Basis für die gesamte elektronische Musik gelegt haben. Dieser Mad Scientist soll tatsächlich die treibende Kraft hinter Bob Marleys besten Platten sein. Perry erklärt inzwischen, was das hier ist und soll. Das hier mit uns jetzt eben sei nämlich kein Interview, sondern ein Outer View from the Inner View. This is an outer view, not an inner view. Interview, this is an outer view. From the inner view. We brought some presents for you, some small presents. Wir reichen Geschenke da. Ah, yeah. We brought some presents for you, some small presents. Denn Scratch braucht bestimmt noch mehr von all dem Tand hier drin. Glitzerbänder und Geschenkmaschen, Wollknäulchen und sinnlose Souvenirs aus Zürich haben wir mitgebracht. Der Zeremonienmeister ist erfreut. Selbst den Windschutz meines Mikros möchte er noch aufkleben. Okay, let me put them up on the desk, come right over to you. This is my mic. Okay. I can give it to you. Okay. Yeah. Thanks for your present. Diese monumentale Assemblage sei Dub in physischer Form, meint der Kurator Lorenzo Bernet, der Lee Scratch Perry in seiner Inkarnation als bildender Künstler betreut. Viel von dem Material, das er dafür zusammenbaut und klebt und beschriftet, sei Found Footage, erklärt er. Oder Dinge, die Perry von seinen Fans geschenkt und geschickt bekommt. Doch jetzt erstmal ein Birthday-Song mit seiner weißen, stocktortenförmigen Filzmütze auf dem Kopf. A birthday hat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy rain day to you. I am a reindeer. Die zweite Stimme darf Kermit der Frosch mitsingen. Eine Stoffpuppe auf Perrys Arm. And I am a frog. Quack, 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 quack. And I am a frog. Quack, 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 quack. Happy birthday to you. In Vienna, I make it rain. I make it rain. Oh ja, bitte, Dr. Lee, der du gesegnet bist, alles zu sehen, alles zu hören, zu riechen und zu schmecken. Du Wissenschaftler, Priester, Schamane, lass es regnen in Wien. Doch dazu braucht Lee Perry erstmal einen Joint. You know what I really need now is arms. A spliff. A spliff? Okay. You got one. Yeah. You can make it? Es ist ein Mix aus kulturalen Arbeiten, Collagen, freier Poesie, christlicher Kosmologie, karibischen Magiemotiven in Kombination mit westafrikanischer Akan-Kultur und Orisha-Gottheiten. Insofern ist Perry eine Art Schamane, der ebenso von okkultistischen Praktiken fasziniert ist, wie von afrofuturistischen Gedankenspielen. Bye. Bye. Chase you out of earth. Am wichtigsten in Lee Perrys Materialagglomerationen sind Stifte, Textmarker, Farben aller Art, Steine, Ketten, kurz Krimskrams. Spiegel etwa, die das Licht reflektieren und unser Wesen erfassen und offenbaren unsere Seelen. Schatten sichtbar machen, die dunkle Seite. She bump, she bump, she not up on the sky. She
a disco dem. Stretch out a disco web. Level the disco dem. Stretch out a disco web. Nobody make no trouble. For in a pool a web. Nobody make no trouble. For in a pool a web. Devil, aufgenommen 1977 von Lee Perry and the Full Experience in einer Remix-Version 2012 unter dem Namen The Jamaican Disco Mixes. Sie hören ein Diagonal-Happening rund um den jamaikanischen Reggae- und Dubmeister Lee Scratch Perry. Er setzt eben eine seiner kunstvoll beklebten und dadurch schweren Kappen auf. Thousands of interesting things. You could spend your life in here. Well, the people, the life of the people is in here. The people, all the money shit in my head. Wow. My president shit head. Shit. Dies ist die weniger kulinarische Seite von Lee Perrys Alltagsleben, allerdings eine durchaus wesentliche, beschrieben schon in einem Artikel des Rolling Stone aus dem Jahr 2006. Immer wieder defekiert er in Champagnergläser und stellt sie überall im Haus auf. Oder er vergräbt sie im Garten. Er rechtfertigt diese Gewohnheit, indem er erklärt, dass Scheiße und Pisse die Essenz der menschlichen Existenz sind. Der Regen hält den Himmel, erzählt Lee Perry. Der Regen geht in das Wasser, wir schwimmen im Wasser, wir pissen in das Wasser, wir trinken das Wasser. I believe in my shit. So yuck. Now I'm back. Let's go serious in dieser eingenebelten Garage. Aber so lässt sich's offenbar einfacher in die Werk- und Lebensgeschichte zurückschauen. Chicken Scratch. Die erste Single von Lee Perry 1965. Diesem Song verdankt er auch seinen Spitznamen Scratch. Hello guy, in dirt black and blue tie. Why you looking so sad, tell me why. Grab a skirt, come on lads, chicken scratch. All night long, standing there, look inside.
bird, jump around like you're mad. Whoa, mom and dad, kids and cats, guys and dolls, young and old, don't get cold, chicken scratch. Take your time, dig it, man. Chicken scratch, chicken Perry, 1936 in Kendall, Jamaica, in ärmlichen Verhältnissen geboren, wollte ursprünglich Sänger werden, musste aber bald erkennen, dass seine Stimme nicht gut genug war. Er verlegt sich auf Komposition, Produktion und Arrangement, und zwar im Studio One von Clement Coxon Dodd, der zeitweise fast ein Monopol auf jamaikanische Hitproduktionen hatte. You're the witch. But I am the vampire. Ende der 1960er Jahre macht sich Perry dann selbstständig und hat mit seiner damaligen Band The Upsetters etliche Instrumentalhits, auch in Großbritannien. The Upsetters, The Vampire. Ereignet sich, je nach Sichtweise, weiße oder schwarze Magie. Lee Perry begegnet einem Mann, von dem man in wenigen Jahren noch sehr viel hören wird. Well, Bob Marley was a very tricky man, very tricky man. Bob Marley war ein komplizierter Mensch, erzählt Lee Perry heute. Er hat sich letztlich sogar selbst ausgetrickst. Aber mir und anderen hat er Musik und Texte gestohlen. Er hat damals in meinem Haus gelebt. I think he trick us all, but it's okay. He has actually catching lyrics, the catching words. They know how to trick people, and you know, I think he even tricked me too. Because he knew he was working for the devil, and actually I thought he was working for God. Bob hat mein Talent erkannt, meine Fähigkeiten. Ich bin auch ein Seelenabenteurer. Und er hat sich meiner Fähigkeiten bedient. Er war ein Trickster. Aber kein Problem. Gott hat ihn zu mir geschickt, dass ich ihm helfe. Aber er war bald tot. Zu leichtsinnig. He was living in my house. In my friend, I give him my friend house to live in, my friend room. And I go to the back room, I live in the back room. And I give him my front room to live, and it manifests. It worked.
I don't know if it's a trick. Trick. It's on my brain. And they think my brain is a good brain and they want to capture it. Since I'm a soul adventurer. Did he say that? Then he captured my brain, yes. No problem. Because there are lots of people, he make a lot of people happy. No problem. Was damals wirklich vorgefallen war zwischen den beiden Männern, darüber gehen die Meinungen der Biografen auseinander. Tatsache ist jedenfalls, dass Lee Perry, der damals im Karrieretief herumgrundelnden Vokalgruppe The Wailers mit Bob Marley, einen Energieschub verpasste. Die Lee Scratch Perry Sessions mit Bob Marley, begleitet von den Upsetters, gelten heute als ein heiliger Gral der frühen Roots-Reggae-Musik. Marley and the Wailers, Dubby Conqueror, die Blaupause zu einem Song, der später noch einmal aufgenommen wurde, als der Sänger bei Island Records auf dem Weg zum globalen Superstar war. Damals trennten sich die Wege der beiden Reggae-Pioniere. Perry gelangen auch später noch Hits mit anderen Künstlern wie Police and Thieves von Junior Murphy, später gecovert von The Clash und das Album Heart of the Congos von der gleichnamigen Band, das heute zu den bedeutendsten Hinterlassenschaften der 1970er Jahre zählt. Calling the meek and the humble, welcome to Blackboard Jungle. So don't you fumble, just be humble. Doch was den ewigen Ruhm von Lee Scratch Perry endgültig begründete, waren die durchgeknallten Mischpult-Experimente in seinem Black Ark Studio. Das er 1973 im Washington Gardens Bezirk von Kingston, Jamaica aufgebaut hatte.
The Upsetters, Black Panther. Black Ark Studio entstandenen Alben wie Blackboard Jungle oder Super Ape waren perfekte Beispiele einer frühen Dub-Ästhetik und öffneten die Musik für den Übertritt in die vierte Dimension. In seinem Buch Dub, Soundscapes and Shattered Songs in Jamaican Reggae schreibt der Autor Michael Veal: Wenn man Dub mit früherer jamaikanischer Musik vergleicht, zeichnete er sich vor allem durch eine linguistische und formale und symbolische Unbestimmtheit aus. Die Signifikanz dieser Perspektive ist, dass sie die Möglichkeit von Dub als afrodiasporischer Kunst aufschließt, statt einen einengenden Sinn von Verwurzelung in Ort und Zeit zu forcieren. I'm a criticizer, but I have justice. I don't look in and laugh and say, well, okay, look at Mr. Perro over there. We got the fishes in his head. Well, it's the Holy Ghost, that. The Holy Ghost? Mm-hmm. Lee Perry hatte immer schon als Exzentriker gegolten, doch Ende der 70er Jahre wurde er, glaubt man einigen Biografen, vollends verrückt. 1979 fing das Studio, in dem eine Musikrevolution stattgefunden hatte, Feuer. Ob Perry es selbst angezündet hatte, um sich von unsauberen Geistern zu befreien, oder ob es einfach nur ein Unfall war, ist bis heute nicht geklärt. Jedenfalls hatte damit Lee Perry seine Homebase verloren und wurde zu einem migrierenden Reggae-Händler der vier Jahreszeiten, der viel Mühe aufwenden musste, um seine Karriere in Gang zu halten. Immerhin war der Schatten, den er warf, so groß, dass er noch Jahrzehnte später einen Grammy für das beste Reggae-Album des Jahres 2003 erhielt. Jamaican E.T. God bless my man white. I come back with the light. I'm God as really light as Jamaica G.T. God bless. God bless that bless. God bless my head. God bless my head. God bless my head. God bless my head. God bless my legs. God bless my head. God bless my legs. I'm for music legacy history. Music legacy history. Young Lord, I am for real. Es gibt Hardcore-, Reggae- und Dub-Aficionados, die der Meinung sind, dass alles, was Lee Perry nach seiner großen experimentellen Zeit im Black Ark Studio produziert hat, zu vernachlässigen sei. Andere urteilen da gnädiger und finden auch Jahrzehnte danach die eine oder andere Perle.
Tatsache aber ist, dass der Late Career Perry in starkem Maße auf den Input von Kollaborateuren angewiesen war. Dazu zählten etwa der britische Dub-Produzent Mad Professor oder der weiße Soundmagier Adrian Sherwood, der vom Punk kam, um dann mit seinem On You Label die jamaikanische Musik zu revolutionieren und zu globalisieren. Hier ist Lee Perry im Tandem mit Mad Professor zu hören. Jungle Roots Dub vom Album Experiments at the Grassroots of Dub. Jungle Roots Dub vom Album Experiments at the Grassroots of Dub. Seit langem produziert Lee Perry keine eigene Musik mehr, sondern tritt nur noch als eine Art exotischer Schmuckeremit in den Soundscapes anderer auf. Zum Beispiel auch bei den österreichischen Reggae-Spezialisten Double Standard. Andererseits ist Dub, jene Musik, die er mitbegründet hat, längst zu einer globalen Lingua Franca des Pop geworden. So unterschiedliche Künstler wie Jay-Z, The Prodigy oder Primal Scream nutzen seine Ideen als Samples. Für Africa Bambaataa war Perry die Inspiration für den Hip-Hop. Keith Richards von den Stones nannte ihn einen Schamanen, ein Mysterium. Der Mann könne Klänge hören, die aus dem Nirgendwo kommen. War etwa vor kurzem im deutschen Nachrichtenmagazin Der Spiegel zu lesen.
Tatsächlich ist Perry für die moderne Popmusik, was Aristoteles in der Metaphysik den unbewegten Beweger genannt hat, der Ursprung aller Dinge, ein Wesen von reiner Aktualität und Tätigkeit. Wir befinden uns nun wieder zwei Etagen höher in Lee Perrys Haus in Einsiedeln, in einem äußerst geräumigen, gut 6-7 Meter hohen Wintergarten, der von riesigen Kakteen dominiert wird und einen luxuriösen Blick in die Weite der sanft geschwungenen Gebirgslandschaft da draußen bietet. Lee hat mehrmals seinen Namen in die Kakteen geritzt. It didn't grow up like that. Exploded barrel to get too small. Yeah. Now you're going to the sky maybe. Right, my name, Scratch. On the cacti. Yeah. Scratch. Oh. Rainford. Rainford. Scratch again. Yeah. And there we have Perry. Okay. See Perry here? Ah, you're going to sit, okay. Huh? Maybe it's cooking, but yeah, we can go in there. Kurz schaut auch Perrys Frau Mireille herein. Seit 1989 ist er Dub-Weirdo mit der ehemaligen Domina, die auch einen Reggae-Shop betrieben hat, verheiratet. Sie hat erheblichen Anteil daran, dass der 83-Jährige sich auch noch heute als Octogenarian einigermaßen guter Gesundheit erfreut. Den Heiligen Geist hält er sich ohnehin da oben im Himmelbett des Wintergartens. That's where you sleep? No, no, I sleep with my wife inside. That is for the Holy Ghost. The Holy Ghost sleep there. Mag auch die musikalische Karriere des Lee Scratch Perry beendet und mittlerweile in Bernstein gegossen sein, so peitscht ihn doch weiterhin eine nahezu triebhafte Energie voran. Wenn er jeden Tag am späten Nachmittag nach dem Aufstehen Tatendrang entwickelt, haben zahlreiche Helferlein, die sich um ihn kümmern, Staffeleien, Pinsel und Farben vorbereitet, Leinwände grundiert und ihm gewissermaßen eine virtuelle Bühne bereitet, auf der er als bildender Künstler performen kann. The Congos mit ihrem bekanntesten Song Fisherman, hier in einer ausufernden Dub-Version.
Unermüdlich arbeitet Lee Scratch Perry an seinen Mixed-Media-Arbeiten. Man könnte auch sagen, an seinem afrofuturistischen Gesamtkunstwerk, das sowohl akustische wie auch visuelle Dimensionen enthält. Denn ich bin ein Außerirdischer, nicht von einem anderen Planeten, sondern vom Himmel. Wie er in einem Interview einmal gesagt hat. Das Black Ark Studio in Kingston ist nach besagtem Höllenfeuer eine Bruchbude. Hier im Kanton Schwyz hat er sich eine goldene Arche gebaut. Perry, der vom Himmel fiel und sich im Moment übrigens wie folgt nennt: Ren Fredu, Sunshine Perry. Er reiht sich ein in die Riege der anderen Außerirdischen, die, wie George Clinton mit dem Mothership und Sun Ra mit seinem Orchestra, in ferne Regionen des Weltalls entschwunden sind. Diese Trias steht an der Quelle der Philosophie des Afrofuturismus, der von der Theoretikerin Ingrid Lafleur folgendermaßen definiert wurde. Der Afrofuturismus ist ein Weg, sich mögliche Zukünfte betrachtet durch eine schwarze, kulturelle Linse zu imaginieren. Dr. Lee, PhD, Kaiser, König Edelmann, Dichter, Denker, Hampelmann, I&I. Angel Finish. Thank you. Der Scientist, ein Reggae and Dub Happening mit dem Jamaikaner Lee Scratch Perry. So is an interview from the inner view. I enjoy it, yes. And me too. That's good. And I can hear you in the shark. Yeah, really. Smart. So it goes just like it's supposed to be, because this is a science college. Yeah. I think people need Christ now, not really. But I know Christ is needed now. Not crisis. We don't need a crisis right now, we need Jesus Christ. Nun, wenn er meint... Is it funny? You are very funny. Das war ein verkürztes Diagonal aus dem Reggae- und Dub-Universum. Jetzt geht's dann gleich weiter mit Oper. Nächste Woche senden wir dann wieder in voller Länge eine Produktion mit dem Titel Die Frau mit den vier Leben. Denn die österreichische Autorin Ilse Helbig feiert ihren 100. Geburtstag. Die Biografie der in Wien geborenen Schriftstellerin Ilse Helbig könnte ungewöhnlicher, antizyklischer und spannender nicht sein, sowohl die private wie auch die schriftstellerische. Beide fanden eine unmittelbare Verbindung in ihrer schreibenden Tätigkeit. Diagonal nächste Woche also zur Person Ilse Helbig, wie immer samstags um 17.05 Uhr in Österreich 1. Für heute verabschieden sich an den Studioreglern Georg Janser und Franz Ahammer. Die Stimmen Sandra Kreisler und Bernhard Fellinger und schließlich Thomas Miesgang und Peter Waldenberger am Mikrofon. Over and out, one love.